Hier vielleicht auch nochmal ein paar Aspekte, wenn man ein bisschen ins Detail geht. Es zeigt sich, dass über die Altersgruppen hinweg die Einschätzung recht konstant ist. Das heißt, rund 60 bis 66% sehen das eben so, dass das Straßennetz nicht ausgebaut werden soll bis zum Jahr 2060. Trotzdem zeigt sich, dass die Zustimmung zu einem Stopp oder sogar Rückbau an den Rändern, das heißt bei den Jüngeren und bei den Älteren, überdurchschnittlich ist und bei der Altersgruppe in der Mitte, also bei den 25- bis 49-Jährigen, eher niedriger ist. Auch hier zeigt sich, dass Frauen deutlich kritischer den Ausbau des Straßennetzes sehen als Männer und jene, die eine Öffi-Zeitkarte haben, das heißt Monatskarte, Jahreskarte etc., sind die Gruppe, die einen Stopp oder einen Rückbau am stärksten befürworten, aber eben umgekehrt ist trotzdem auch eine Mehrheit derjenigen, die das Auto mehrmals pro Woche nutzen, also 57% auch dieser Gruppe sind gegen einen weiteren Ausbau des Straßennetzes bis zum Jahr 2050. Gut, jetzt noch die letzte Grafik aus der repräsentativen Bevölkerungsumfrage und da haben wir sozusagen direkt gefragt, wie die Bevölkerung das einschätzt, was jetzt vom BMK umgesetzt wurde, nämlich einen Klimacheck, also zu prüfen, ob es klimaverträglichere Alternativen gibt, bevor weitere Schnellstraßen oder Autobahnen ausgebaut werden. Und da sieht man an der Grafik ist das Ergebnis auch sehr eindeutig. 80% der Bevölkerung in Österreich sagt ja, so einen Klimacheck, bevor man Straßen ausbaut, soll es geben. Und auch hier, und da erkennt man dann schon langsam ein Muster, zeichnet sich ab, dass Frauen deutlich häufiger so einen Klimacheck befürworten als Männer, dass die Zustimmung bei den Jüngsten, bei den unter 24-Jährigen überdurchschnittlich hoch ist, also da ist die Zustimmung am höchsten. Und eben in der mittleren Altersgruppe, im Haupterwerbsalter sozusagen, die Zustimmung ein bisschen niedrig, aber trotzdem mit 72% auch trotzdem sehr hoch. Gut, das war jetzt der Umfrageteil der repräsentativen Bevölkerungsumfrage für Österreich. Jetzt gehe ich rüber zur Fachpersonenumfrage, auch dazu vielleicht ganz kurz. Da war die Idee, dass wir einfach sozusagen zwei unterschiedliche Gruppen befragen, ähnliches Umfragendesign, mitgemacht haben über 220 Expertinnen und Experten aus mehr als 170 verschiedenen Organisationen, die alle auf die eine oder andere Art und Weise im Bereich Verkehr und Mobilität arbeiten. Da waren etwa dabei Universitäten, Forschungseinrichtungen, Verkehrsplanungsbüros, Verwaltung war dabei, Verkehrsunternehmen und Verbünde, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer waren auch dabei. Also sehr breit gestreutes Panel, mehr oder weniger. Wir haben bei der Umfrage zu Beginn drei einleitende Fragen gestellt, die alle einfach wissen wollten, wie der Ausbau von unterschiedlichen Verkehrsinfrastrukturen generell bewertet wird. Also mit den Aspekten, welche Infrastruktur soll generell ausgebaut werden? Wie schaut das aus? Ist das ein Beitrag oder ein Widerspruch zur Erreichung der Klimaziele? Und wie schaut das aus? Entstehen daraus viele Green Jobs oder Jobs generell? Das waren sozusagen die drei Aspekte, die wir eingangs wissen wollten. Und da hat sich gezeigt, dass grundsätzlich die Ergebnisse der Fachpersonenumfrage recht vergleichbar waren mit den Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage. Allerdings die Fachleute bei den meisten Fragen eigentlich noch deutlicher für stärkere Klimaschutzmaßnahmen votiert haben. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass bei allen diesen Fragen, also Ausbau generell, wie schaut es aus mit Klimaschutz und wie schaut es aus mit Arbeitsplätzen, bei diesen drei Fragen waren immer die Top 4 genannten gleich, das war also Schiene, aktive Mobilität und Gemeindestraßen und Autobahnen wurden zuletzt genannt. Beim Klimaschutz hat man einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen Autobahnen und Gemeindestraßen. Das heißt, bei Autobahnen sagen mehr als 50%, dass das ein starker Widerspruch gegenüber, also bei der Erreichung der Klimaschutzziele ist. Bei Gemeindestraßen sagt auch mehr als die Hälfte, dass es ein Widerspruch ist, aber deutlich weniger Fachleute sagen, dass es ein starker Widerspruch ist. Und jetzt, was man hier noch sieht, die Grafik, ich habe nicht alle Grafiken, weil die sozusagen, wie gesagt, recht ähnlich sind, aber hier diese Grafik zeigt, wie viele Arbeitsplätze bei einer gleichbleibenden Investitionssumme sozusagen in die unterschiedlichen Infrastrukturen geschaffen werden. Und da zeigt sich, dass die Fachleute das größte Arbeitsplatz, also Jobpotenzial sozusagen bei Investitionen in den Schienenausbau vermuten. Die Unterschiede sind hier zwischen Straße und Schiene und Infrastruktur für Gehen, Radfahren
sind ein bisschen kleiner, aber ich finde es trotzdem interessant, dass man das auch hier sozusagen die Rückmeldung der Fachleute zeigt, dass Investitionen in Straßen generell eher ein niedrigeres Jobpotenzial sozusagen bieten. Dann die nächste Folie war wieder die Frage in Richtung Zielnetzstraße 2050, also in Summe bis 2050 Straßennetz eher gleich bleiben, ausbauen, rückbauen. Und da zeigt sich schon ein sehr deutlicher Unterschied. Wir erinnern uns, die Bevölkerung repräsentativ hat gesagt 63% Erhalt oder Rückbau und bei den Fachleuten sagen 90% Erhalt oder Rückbau und 25%, also ein Viertel der Fachleute, spricht sich sozusagen für einen sukzessiven Rückbau des hochrangigen Straßennetzes bis 2050 aus. Das heißt, anders formuliert, 9 von 10 Fachleuten sind sich einig, dass unser hochrangiges Straßennetz in Summe derzeit mindestens bereits lang genug ist. Gut, dann haben wir bei der Umfrage nicht nur natürlich Straßeninfrastruktur uns angeschaut, sondern auch andere Themenbereiche versucht, mit ein paar so Fragen und Aussagen zu beleuchten. Hier jetzt Antworten zum Themenbereich Infrastruktur in Städten und Gemeinden, also Verkehrsinfrastruktur in Städten und Gemeinden. Was sich hier zeigt, ist einerseits, dass am meisten Zustimmung 2 Aussagen im Themenbereich Verteilung des öffentlichen Raums gefunden haben. 94% der Fachleute sind der Meinung, dass Stadt- und Ortszentren standardmäßig verkehrsberuhigte Bereiche, also Fußgängerzonen, Begegnungszonen etc. sein sollten. Und weitere 89% sprechen sich auch dezidiert dafür aus, dass abgestellten Autos im öffentlichen Raum weniger Platz als derzeit zur Verfügung gestellt werden sollte und dieser Platz genutzt werden sollte für Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten, Geh- und Radwege etc. Und vielleicht auch noch ganz interessant, ein anderer Aspekt betraf die StVO. Die wird ja auch derzeit reformiert und da sagen auch immerhin 86% der Fachleute, dass sie sich für eine Reduktion der standardmäßigen Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet auf Tempo 30 aussprechen würden. Das ist ein Vorschlag, den auch eine Mehrheit der Bevölkerung insgesamt, also bei der repräsentativen Bevölkerungsumfrage sagen auch 57% der Bevölkerung in Österreich, dass sie diesen Vorschlag unterstützen würden. Ganz unten sieht man hier die einzige sozusagen Gegenfrage bei diesem Themenbereich, und zwar, ob autofreie Innenstädte nicht eher zum Aussterben der lokalen Wirtschaft und zur Reduktion von Lebensqualität beitragen könnten. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass die Fachleute das darin kein Problem sehen, also dass es jedenfalls nicht so ist. Fazit, alle diese vorgeschlagenen Maßnahmen finden unter den Fachleuten eine sehr hohe Zustimmung. Genau, und in der Panel-Diskussion können wir dann noch diskutieren, wie man diese Punkte dann auch tatsächlich in die Praxis bekommt. Jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich habe nur noch einen letzten Themenbereich ausgewählt, und zwar, weil das auch ein Thema war, das dieses Jahr besonders stark in der medialen Diskussion war, und zwar das Thema Flächenverbrauch, Bodenversiegelung, wo wir mit den Hochwasser- und Unwetterereignissen im Sommer leider sehr viel zu tun hatten dieses Jahr. Und das war interessanterweise der Themenbereich, wo sich die Fachleute bei der Befragung mit Abstand am einigsten waren. Also jeweils mindestens 95% der Fachleute sprachen sich für diese 3 vorgeschlagenen Maßnahmen aus. Gemeindeübergreifende Raumplanung, Verschmälerung von überdimensionierten Straßen für alternative Nutzungszwecke, also zum Beispiel Straße ein bisschen schmäler, dafür einen Grünstreifen oder einen Radweg daneben. Und drittens auch die Einführung einer Versiegelungsabgabe, deren Mittel dann in die Schaffung von Grünflächen fließen könnte, sagen 95% der Fachleute, dass das eine gute Idee wäre. Und auch hier, diesen Punkt stimmen auch 94%, also sehr deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Österreich zu. Gut, jetzt waren das meine sozusagen herausgepickten Themenbereiche aus der Umfrage. Ich komme zu meinen zusammenfassenden, zu meinem zusammenfassenden Fazit am Schluss. Verkehr ist das größte Sorgenkind beim Thema Klimaschutz. Das ist, glaube ich, allen hier Mitdiskutierenden und Anwesenden bekannt. Es braucht eine Trendumkehr. In den letzten 2 Jahrzehnten ist eher das Straßennetz gewachsen, das Schienennetz geschrumpft.
Die Einschätzung der Bevölkerung ist sehr eindeutig. Der Ausbau von Schienen und Radwegen wird als großer Beitrag zum Klimaschutz gesehen, der Ausbau von hochrangigen Straßen eher als Widerspruch zum Klimaschutz. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen den weiteren Ausbau des Straßennetzes. 8 von 10 unterstützen klimaverträgliche Alternativen, bevor man neue Straßen baut. Frauen sind bezüglich Straßenausbau kritischer als Männer, Jüngere bezüglich Straßenausbau kritischer als im Haupterwerbsalter und auch Pkw viel nutzen. Das sind mehrheitlich für Klimacheck und Ausbau Stopp beim hochrangigen Straßennetz. Und bei den Fachleuten sieht das ähnlich aus, also weitgehende Übereinstimmung mit den Ansichten der repräsentativen Befragung. Bei den meisten Aspekten noch ein bisschen prägnanter. Green Jobs werden vor allem bei Investitionen in die Schiene gesehen, aber interessanterweise eben bei Straßen und Autobahnen am schlechtesten eingeschätzt. 9 von 10 Fachleuten sagen, dass das hochrangige Straßennetz in Österreich in Summe bereits lang genug ist. Ein Viertel spricht sich sogar für einen Rückbau aus. Es gibt sehr hohe Zustimmung für menschengerechte Ortskerne, das heißt Verkehrsberuhigung, Flächenumverteilung, Tempo 30 als Standard und jeweils über 95%, also wirklich sehr hohe Zustimmung für Maßnahmen gegen Flächenverbrauch im Bereich Raumplanung, redimensionierte Straßen und eben, wie gesagt, Versiegelungsabgabe und gleichzeitig eine Unterstützung für Entsiegelung. Gut, damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe ein paar interessante Aspekte und nicht zu viele Zahlen auf den Punkt bringen können und ich freue mich auf die Diskussion im Nachhinein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.